Leute, es wird wieder Zeit, über die kommenden Kinostarts in dieser Woche ab Donnerstag, dem 5. Januar 2017 zu sprechen. Vier Filme sind relevant und ich werde sie wie jede Woche kurz im Film-Challenge-Modus präsentieren. Das heißt, ich habe pro Film nur 20 Sekunden Zeit und muss dementsprechend schnell sprechen. So kommt Information und Unterhaltung hoffentlich ein wenig zusammen. Und lange Rede, kurzer Sinn, folgende vier Filme starten ab diesem Donnerstag, dem 5. Januar in den Kinos, die etwas größer oder unterschiedlich relevant sind. Auf die Plätze, fertig, los! Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Die Geschichte von Jim Preston, der an Bord eines Raumschiffes ist, das gerade auf der Reise zu einem Planeten ist, der kolonialisiert werden soll. 120 Jahre dauert die Reise, alle sind im Crew-Schlaf, 5000 Leute sind an Bord, inklusive Crew, aber Jim wacht auf einmal auf und das 90 Jahre zu früh, sein Leben steht auf dem Spiel. Und die Frage ist, ist er alleine, obwohl ringsherum 5000 Leute sind? Interessantes Ambiente, wenn man einen Trailer macht, sollte man den Film gucken. Ich fand ihn spannend, wo die Presse weltweit ihn so lala findet. Plötzlich Papa. Der nächste Film, Samuel, gespielt von Omar Sy, ziemlich beste Freunde, weltweit extrem bekannt, ist ein junger Lebemann, Südfrankreich, hat Party, macht Spaß und hat überhaupt keine Verantwortung. Eines Tages taucht eine Ex-Freundin auf mit einem Baby im Arm. Das heißt Gloria, die lässt das Baby zurück und Samuel muss sich irgendwie mit ihr arrangieren, versucht die Ex-Freundin zu finden, reist nach London. 8 Jahre später ist er ein liebender Vater und würde alles für seine Tochter tun. Ein Film mit dem Herz am rechten Fleck. Die Taschendiebe in Korea in den 30er Jahren während der japanischen Besatzung. Die Geschichte von Shoke, einer Taschendiebin, die sich in eine Adlige heranschleicht, die auf ihrem Anwesen ausharren will und sich dort als Bedienstete ausgibt. Aber eigentlich will sie nur ihr Geld haben. Gleichzeitig taucht ein Graf auf, der ihr Avancen macht. Das ist aber ein Fake-Graf und so beschließen Shoke und dieser Graf zusammen einen großen Coup durchzuziehen. Vom Regisseur von Oldboy und Stoker und da sollte man auf jeden Fall dann mal reinschauen. Und als letztes der glücklichste Tag im Leben des Olli Maki, ein historisches Biopic rund um einen Boxer namens Olli Maki in Finnland 1962 will sein Boxer-Manager ihn zu einem großen Star machen. Ein Weltmeister-Boxkampf steht bevor, die Öffentlichkeit will alles dafür sehen, aber er verliebt sich gleichzeitig. Was ist wichtiger, Liebe oder Karriere? Das ist die Frage hinter diesem Biopic. Spezieller Film, ein Film aus Finnland, aber kann man vielleicht mal machen, wenn man skandinavisches Kino mag. So, Leute, das waren die vier Filme. Ab diesem Donnerstag. Passengers, groß, plötzlich Papa, speziell liebevoll. Die Taschendiebe, koreanisches Kino, muss man mögen. Und das Glück, der glücklichste Tag im Leben des Olli Maki, skandinavisches Biopic. Und dann ganz viel Spaß im Kino. Und welchen werdet ihr euch anschauen? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Und ich danke fürs Reinschalten. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.